Hallo liebe Freunde der Gemüsesuppe und herzlich willkommen zu meinem ersten Dreier oder zum dritten ersten Mal dieser kleinen Videoreihe. Heute spiele ich mit euch Dirt 5, dem Rennspiel von Codemasters. So, habe ich davor noch nie gespielt, sondern nur Formel 1, ist aber, kann man nicht vergleichen, ist nur der gleiche Hersteller. Wir spielen es noch auf der Current Gen, wird aber auch für die Next Gen erhältlich sein, außer für die Switch. Und damit nehme ich euch jetzt mit, habe bis jetzt auch wieder nichts gespielt, also weniger als eine Stunde. Ich habe drei Rennen gefahren, um die Steuerung so ein bisschen kennenzulernen, habe die Karriere gestartet und genau da starten wir jetzt durch. Karriere, genau, das sind die drei Rennen, die ich schon gespielt habe. Einmal in Norwegen, Grüße an Assassin's Creed, Griechenland und in China. Und jetzt gehen wir nach Foggia di Giovo in Italia. Und genau. Das Auto, ich habe mir auch so ein bisschen die Lackierung schon angeschaut. Ich habe eigentlich nichts geändert. Das war dann schon, wurde mir schon so vorgeschlagen. Das war das Normale und das ist jetzt halt das, was mir dann vorgeschlagen wurde. Nehmen wir! Rein damit! Wrong! It's a stampede, but not of the traditional variety! Snakes? Buff horses? Wrong again! These thoroughbred animals run on gasoline and grit, throwing themselves into a pack of other racers across hard, natural landscapes. Oh, cars. I should have known. That's what this whole series is about, dude! It's all we talk about! Circuits are constructed on rough and often unmarked desert terrain with varied steepness and lots of jumps to be tackled. Saddle up, partner! It's a stampede! Machen wir! Hauptsache, ich werde Erster. Das ist ja das einzig Wichtige. Mal schauen. Ich werde auch gleich wieder so drei besondere Ziele bekommen. Wenn ich die abschließe, kriege ich, keine Ahnung, mehr Erfahrungspunkte oder so? Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich habe keine Stunde gespielt. Ich kenne die Steuerung. Ich fahre sogar noch auf Automatik. Wir stellen das nachher vielleicht mal um, um zu gucken, wie sehr ich mich blamiere. So, das ist nicht wie in Formel 1 Drehzahlbereich, einfach durchdrücken. So, drei Drifts über 50 Meilen pro Stunde für 55 Sekunden geschafft und ja, die erste Position halten. Das kriegen wir irgendwie hin. Was ihr jetzt nicht seht oder merkt, mein Controller vibriert halt einfach die ganze Zeit. Aber es geht ganz gut, auch wenn ich das mit den Drifts immer noch irgendwie noch nicht so ganz hinbekomme. Keine Ahnung, ich komme nie so schnell aus der Kurve, aber das ist auch nicht so wichtig. So, noch ein Drift und dann haben wir es. Der ist aber schnell. Ja, das war nicht so gut, aber egal. Wasser, Reifen kühlen, ganz wichtig. Grüße an die Formel 1. So, einmal den Drift noch reingehauen, dann haben wir das auch. Und wir sind noch nicht mal in der zweiten Runde. Ja. Zu italienisch kommt mir das hier nicht vor im Steinbruch, um ehrlich zu sagen. Ehrlich zu sein, so. Und der lässt mich locker, der Gute. Gut, ich fahre wahrscheinlich auch komplett beknackt, nicht auf der Ideallinie und noch sonst was. Und habe wahrscheinlich auch bei weitem nicht das beste Auto. Jetzt überholen mich, wir fahren links, da sind weniger. Und in den meisten Kurven reicht es halt irgendwie aktuell noch, einfach bloß um Gas zu gehen und dann wieder aufs Gas zu gehen. Vielleicht ändert sich das mit schnelleren Autos, mit höherem Schwierigkeitsgrad, mit fortschreitender Karriere, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Ja, das mit dem Drift habe ich immer noch nicht rausbekommen. Klar, ich muss irgendwie B drücken und dann, aber ich komme um die Kurve. Wenn das die Hauptsache ist, kriege ich es hin. Schnell ist halt was anderes. Ja. Irgendwie fahren alle anderen meistens mal rechts. Ich weiß nicht, ob das der schnellere Weg ist, aber jetzt ist es schon zu spät, das herauszufinden. Nämlich auch schon die letzte Runde. So, das sollte reichen. Ja. Ja, das reicht. 3,41 garantiert nicht so gut. Aber egal, wir hatten eine Sekunde Vorsprung. Hey. So, dritter, zweiter, erster. Hup, hup.
mit der leicht kaputten Außentür. Zum Glück haben wir einen Dauervertrag bei unserer Werkstatt und der Waschstraße unseres Vertrauens. Keine Ahnung. Ja, und das hat mich beim Anspielen auch, dieses Level XP, es hat so lange gefehlt, dass ich gedacht, weil ich bin in der letzten Runde in die Mauer gefahren und wurde statt Erster Sechster. Ich habe gedacht, ich muss unbedingt Erster werden, sonst komme ich nicht weiter. Direkt auf Retry, es wäre komplett egal gewesen. Aber so ist das halt. Geduld sollte man ab und zu walten lassen. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei neue Rennen freigeschalten. Das sehen wir gleich. Genau, jetzt haben wir hier Italien auch abgeschlossen. Genau, jetzt haben wir Lion's Head in South Africa, Südafrika. Und Kastraki Village, wieder in Griechenland. Afrika war ich noch nicht. Ich würde sagen, gehen wir dahin. Und wieder ein neues Auto. Das bin ich noch gar nicht gefahren. Ja, Vollgas voraus. Genau, hier könnten wir jetzt andere Lackierungen machen. Wieso nicht? Machen wir das mal kurz. Wieso nicht? Neues Auto, dann, ja, neu, genau. Grundfarbe. Ihr seht schon die 14 außen. Ich habe mir eine Rennnummer ausgesucht. 14, einfach weil es irgendwie meine Glückszahl ist. Kommt noch vom Jugendfußball. Fragt mich nicht, warum es die 14 geworden ist. Ich glaube, die habe ich irgendwann einfach mal bekommen und nie wieder ausgezogen. Deswegen, da 14 ist auch drauf. So. Ja, wir haben leider nur glänzend Grundfarbe. Ja, komm, wir machen einfach mal irgendwas so. Dunkellila. So. Zweiter Layer. Schwarz. Ein bisschen. Obwohl, das ist ja eh nur so ein Grau, ne? Ja. Sieht so ein bisschen dreckig aus. Das nehmen wir. Zweiter. Wo ist der? Ach, der ist da. Nee. Ja, doch, wir machen ihn jetzt mal ganz bunt. Jetzt machen wir ihn ganz bunt. Jetzt fehlt noch ein bisschen Pink. So. Herrlich. Wheel Color, klar, Felgen. Weiß. Oder helleres Weiß. Bleibt ja eh nicht lange weiß. Base Layer. So, wunderbar. Zack. Ne, warte, wir können noch. Ne, hier haben wir nichts freigeschalten, aber wir können noch Werbung draufkleben. Ja, zack, fertig. So, safe and quit. Schönes Auto. Ja. Ah, okay. Was müsst ihr überhaupt machen? Zweimal überholen in 105 Sekunden. Und erste wieder für ganz, ganz lange Zeit. Oder nicht? Das ist gerade so ein bisschen voll, aber das. Jau! Ja, das war nicht so gut. Aber da steht auch der nächste. Der hängt fest. Und zumindest einen überholt. Jetzt wird es interessant, ob wir den ersten noch bekommen. Jetzt wird es sehr interessant. Mit 8 Sekunden Rückstand auf den vor uns. Könnte das ein bisschen Arbeit bedeuten, vor allem wenn wir nicht auf der Strecke bleiben. Okay, auf der Straße fährt er sich ganz anders. Da sollte man vielleicht dann doch, hier sollte man vielleicht mal die Bremse betätigen, ja, schon gesagt und nicht getan. Das sollte man öfter auf mich selber hören. Okay, da vorne sind sie zum Glück schon alle aufgereiht in einer Reihe. Das ist so ein das liebt Codemasters, glaube ich. Haben sie bei Formel 1 auch lange nicht in den Griff bekommen. Gut, sind immer noch ein bisschen dran. Dass sie alle in der ersten Runde immer wie am Schnürchen hintereinander in einer Reihe, so wie Snake, so hintereinander fahren. Was ab und zu überholen recht einfach macht. Und da man hier ja einfach in die Innenseite reinfahren kann, ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Macht das einen zum Glück krass. Da ist unsere Motorhaube weg. Kaputt habe ich das Auto noch nicht bekommen, aber im Dunkeln wird es jetzt krass. Oha, okay.
Okay, dynamischer Tag-Nacht-Wechsel. Das hatte ich auch noch nicht. Ich bin schon mal im Regen gefahren, mehr aber noch nicht. Dunkeln wird interessant. Ich habe so schon den Weg ja fast kaum gefunden. Das Feuerwerk ist schön. Das Feuerwerk ist schön im Hintergrund. Aber ich sollte mich vielleicht mehr aufs Rennen konzentrieren. Wir sind immer noch Zweiter. Ah, und die Bengalos haben sie auch gerne. Das wird knapp. Das wird knapp. Und das wird nichts. Ah! Ach Gott, ich bin so unglücklich. Nein, bin ich nicht. Oh. Ja, Zweiter. Ha. 300stel. Weniger. 2,5 Hundert. Schade. Alle mit dem gleichen Auto. Schade, schade, schade. Ah, ich habe nur 2 von diesen D. Punkten. Ich weiß zwar nicht, was sie mir bringen und ob ich immer überall Erster werden muss, um dann hier über die Linie zu kommen in die höhere Klasse oder so. Aber das ist erstmal egal. Wir fahren jetzt ein wenig in Griechenland. Gleiches Auto. Zack, rein. Lackierung haben wir schon. Ich meine, es sieht schon schön aus. Gerade wenn ich bloß diese Asphaltwüsten von der Formel 1 gewöhnt bin, sage ich mal. Da ist das natürlich schon ein bisschen Abwechslung und so. Aber das war das, was zählt, ist immer noch auf der Strecke. Und da sind wir gerade noch Zweiter geworden, was nicht so schön ist. Mal schauen. Wir starten halt aber auch immer als Letzter. Keine Ahnung, ob das mit unserem Ruf besser wird oder mit der Klasse oder dass die Herausforderung ist, dass man immer als Letzter startet oder so. Ich weiß gar nicht. Jump und Trade Paint, also Lackwechsel, heißt, ich muss dem anderen so ein bisschen rammen in der Luft. Also eine kleine Kollision, das war jetzt wieder nicht so gut. Ah, hier zum Beispiel. Oder hier. Und zum ersten Mal fahren wir auch 3 Runden, das könnte auch interessant werden. Die Ideallinie ist noch nicht so mein Ding, wie ihr seht. Ich komme auf dieses Offroading noch nicht so ganz klar. Da ist einer abgeflogen und über uns fliegen die griechischen Kampfjäger und werfen Rauch nur für uns ab, ihre Bengalos. Ist sehr nett, haben wir uns auch verdient. Also ja, hier könnte man auch mal die Handbremse benutzen, glaube ich, in der, oder anders fahren, keine Ahnung. 3 Sekunden Vorsprung, das will nichts heißen, wir haben noch 1,5 Runden vor uns. Sind wir wirklich schon so weit vorne, dass uns der Abstand schon nicht mehr angezeigt wird? Das ist hart. So. Mal schauen, wie weit wir jetzt. Vorne waren. 6 Sekunden. Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Zack, zurück nach Norwegen. Ja, das Auto habe ich mir schon gebastelt. Wunderschön. Grau-rot. Sieht man jetzt vielleicht nicht. Soll so ein bisschen dreckig aussehen. Und sieht man die Farben vielleicht sogar besser rauskommen. Auf Schnee bin ich auch noch nicht gefahren bei Schnee und Eis. Das wird auch interessant. So, einmal rammen. 70 km/h und. So, gerammt haben wir schon. Das ist auch sehr einfach in diesem Spiel. Aber ich finde es auch gut, dass man hier so ein bisschen auf Kollision fahren kann. Klar, es ist jetzt nicht super krasses, keine Ahnung, Zerstörungsfest. Aber ich würde mich sehr aufregen, wenn ich mich, das war jetzt nicht so wie ein Echt, aber ich würde mich sehr aufregen, wenn du dich bei jeder Kleinstberührung dann wegdrehen würdest. Und der hat schon ein bisschen was verloren, der Gute. Gut, wir haben unsere Motorhaube vorhin auch verloren, aber ist ja, ja. Da sind wir bei dem mit dem Drehen. Bei der Formel 1 wärst du ja schon 7-mal abgeflogen. Hier zum Glück nicht. Das ist gut so. Ah ja, die Kurve war wieder nicht so gut.
Ja, und der Wechsel immer zwischen Straße und Offroad ist, muss man sich auch drauf einstellen. Ungewohnt. Okay, wow. Das ist einfach... Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber vom Gefühl her sieht das einfach aus wie die erste Strecke, die ich gefahren bin. Bloß in Rückwärts und in Schnee. Mal schauen. Vielleicht... Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, ein bisschen anders ist sie, weil hier wäre so eine Straße. Ich glaube, ein bisschen anders ist sie. Aber sie teilen auch die gleichen Kurvenkombinationen, unter anderem. So, und jetzt muss ich mal da vorne rankommen. Ja, nicht so. War gar nicht gut. Ich sollte das mit dem Driften, glaube ich, noch ein bisschen lassen, bis ich es wirklich hinbekomme. Ja. Und die kleben ja förmlich hinter. Also, man könnte schon meinen, der da vorne schleppt den anderen ab. Ich glaube, das mit dem ersten wird nichts mehr. Da haben sich Harley und J. Ortega. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Zu weit vorne weggesetzt. 4 Sekunden. Und schneit auch immer mehr. Also. Die haben immer so einen dynamischen Wetterwechsel drin. Also, machen die auch schon Lichter an hier. Es wird dunkel, es kommt mehr Schnee. Es fängt an zu regnen, es wird Nacht. Ist schon schick gemacht. Also, ich bilde mir zumindest ein, dass es mehr Schnee wird, aber einen großen Unterschied, da spüre ich zumindest nicht. Ja, Dritter. Ja. Hätte ich vielleicht die Winterreifen aufziehen sollen. Keine Ahnung. Oder es lag einfach am VW Polo GTI R5. Das ist guter Fabia 2 EVO. Oder wie auch immer das hieß. Natürlich keine Chance. In New York oder in wieder Italien. Also das ist, glaube ich, wieder der Steinbruch, bloß im Schnee. Schauen wir uns an. Zack. Zack, rein, fertig. Wir kaufen uns für die neue Strecke New York, kaufen uns ein neues Auto. Das machen wir. Ja. Das ist einfach der komplett gleiche Steinbruch, nur in Schnee. Mal schauen. Und wie immer starten wir als letztes. Also ich weiß nicht, ob... Ja. Ich glaube, das muss man sich wirklich irgendwie erarbeiten. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das war nicht so gut. Aber zumindest hat es für den Drift und den Lackaustausch gereicht. Und was man auch sagen muss, also die Geschwindigkeit, also auch schon bei 65, fühlt sich wirklich schnell an. Das ist schon krass. Diesmal fahre ich auch rechts rum. Der überholt er mich einfach. Krass. Bin ich so schlecht gefahren, dass er mir jetzt so wegziehen kann. Traurig. Und da klebt mir auch schon der nächste in der. Ja, einmal das Gaspedal gelupft und schon ist die Kurve gerettet. Dass ich selber noch nie wirklich Rennen gefahren bin, außer vielleicht mal ein paar Mal Go-Kart. Was immer sehr lustig war. Aber mit durchwachsenem Erfolg. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Also. Grüße gehen raus an meinen Vater, wenn ich dein Auto beim nächsten Mal wieder habe, dann. Weißt du, was ich mache? Nein, natürlich nicht. So, die Roosevelt Bridge. Da kaufen wir uns ein neues Auto für. 57.000, 60.000, 60.000. Ich glaube, S ist immer besser als A bei solchen Rennspielen. Aber B ist natürlich besser als A selber. Und was hat denn unsere A und B? Also ist der halt eine Verbesserung. Bei der Performance. Handling ist immer noch gleich. Oder war ein bisschen das Handling und. Ich glaube, wir nehmen den Ford. Zack, Ford. Buy. Achso, gedrückt halten. Entschuldigung. Select.
ice. It's smooth, flat, and cold, and the only thing between you and the depths of the abyss. Also, great in a soda to make it really crisp. Good point. Ice, friend and enemy. Okay. Wir fahren nicht auf der Brücke, wir fahren unter der Brücke und zwar auf Eis. Und wenn ich bis jetzt eins gelernt habe, ist das Eis rutschig. Dude, I told you, stop explaining my jokes. It ruins the effect. Icebreaker unter der Roosevelt Bridge. Roosevelt? In New York auf jeden Fall sind wir. Neues Auto, wir haben unseren Ford. Mal gucken, wo wir den platzieren. Außer in der Mauer. Okay, die. Ja. 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 Ich bin mir noch uneins, wie das ist. Also, wenn man mal ins Schlingern gerät, wird es deutlich unruhiger, nenne ich es mal. Ui, ja. Die Drifts gehen krass. Da zieht es dir die Räder weg wie sonst was. Aber so vom... Ja, man trägt... Es trägt einen doch deutlich mehr nach außen. Okay. Ja, jetzt so langsam kommst du. Man rutscht doch deutlich mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Und da ist die Wand, wie ich es prophezeit habe. Oh, jetzt aber. Ist her, dass es die richtigen Reifen sind? Die haben mir doch garantiert keine Spikes drauf oder so. Ja, und jetzt werde ich gleich gedreht. Nein, zum Glück nicht. Das gefällt mir an diesem Spiel sehr, dass einem so das Rennen nicht versaut wird. Weil das schon immer sehr, sehr ärgerlich. Klar, bei Formel 1 zum Beispiel gibt es ja diese Rückblenden, die man dann verwenden kann, um dann das bestimmt machen kann, also eine bestimmte Anzahl oft, vielleicht nur zum vorigen Punkt zurücksetzen kann. Hier braucht man das zum Glück nicht. Geht auch so ohne. Ja, dann machen wir das noch als letztes. Cape Town Stadium in Gymkhana A. Los geht's. Welches Auto haben wir denn? Ah, ja klar, unser neuen Ford. Sehr schön. If I say Gymkhana, what's the first thing that comes to mind? Donuts. Cars doing donuts. What's the second thing that comes to mind? Horses not doing donuts. Correct. But you were right the first time. It's all about them hearse purrs, baby. Just to be clear, I'm talking about cars, not actual horses. Got it. Drift, jump, and donut your way to success in these custom-built stunt arenas. You need to string together tricks and stunts and post the best score you can in the allotted time. Keep the crowd hyped and don't get motion sick. Yeah, don't mess up the interior. We'll have to hose it. Ja, ganz viele Donuts und Stunt-Dinger machen. Also genau das, was ich nicht kann, ideal. Das wird lustig, also vielleicht zum Anschauen, für mich nicht, weil ich werde es verkacken, wahrscheinlich. Mal schauen. Okay, also ich bin wirklich alleine. Was mir 10 Meter Drift. Okay, ich soll wirklich einfach bloß... Okay, so nicht. Wow. Wow. Hm. 10 Donuts. Ich weiß noch nicht mal, wie ich Donuts hinbekomme. Also. Gibt das Bonuspunkte? Nein. Aber ich krieg Punkte für. Doch, das bringt Bonuspunkte. Ich sollte die Dinger zerstören. Klingt gut. Da. Okay, dann räumen wir die jetzt mal alle versuchen. Dann versuchen wir diese 50 Meilen. Zu knacken. Klar. Okay, die 50 Meilen haben wir zumindest gepackt. Aber Donuts.
Oh, oh, oh. Ja, das habe ich irgendwie noch nicht so raus. Sah auch schon mal besser aus, das Auto. Schön. Dirt 5. Ich bin ein Profi. Oder so. So, damit belassen wir das mal für Dirt 5. Das Ende war jetzt ja nicht so ganz gelungen. Wir haben zumindest einen Dirt Stamp bekommen. Wie auch immer man die Dinger nennt. Ich bin gespannt, in welches Spiel ich als nächstes reingeworfen werde. Bis dahin, haltet die Ohren steif und die Unterhose sauber. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Ciao.